Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Heute der dritte Tag der Messe und wir gucken noch mal, es geht noch nicht los. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß dich mal lieber. Ja. Seid ihr fit? Habt ihr Lust? Immer, ja? Immer. Ja? Wir müssen kurz mal nach draußen. Wir wollen nämlich ein bisschen Drehleiter fahren. Ja, man sieht hier viele interessante Sachen. Ja, wir gehen mal gucken. Guten Morgen. So, Fimba Dönges ist auch schon fleißig. Guten Morgen. Ja, wie gesagt, man merkt, die Spannung und die Freude steigt. Und so langsam geht es ja richtig los. Guten Morgen. Die Firma Globeflight ist auch bereit. Super. Guten Morgen. Ah, schön hier. So. Wir gehen jetzt nach draußen und zwar gehen wir jetzt mal so ein bisschen Drehleitern angucken. Und zwar hatten wir gestern, da hatten wir nicht viel Zeit, wurden wir angesprochen bei der Firma Lenden, ob wir mal mit der Drehleiter hochfahren wollen. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir, bevor es losgeht, weil dann haben wir sonst besser Zeit. Wow, ich sehe gerade was Schönes. Safety first. Ja, wie versprochen, wir sind kurz bei der Firma Lendler. Das ist nicht das neue Willi-Outfit. Und bei der Firma Bronto Skylift. Schönen guten Morgen. Okay, das Impressum ist geklärt. Safety first, ne? Ja, das heißt, wenn man der Drehleiter unterwegs ist, ist bei der Folge auch so. Gurtpflicht, festmachen, nicht mal eben schnell hoch. So ist es. Geht schon professionell los und wir werden jetzt ganz kurz mal mit dem, was ist für ein Fahrzeug? Das ist ein TMB 32, Teleskopass, Mastbühne, 32 Meter Arbeitshöhe. Okay. 500 Kilo Korbbelastung und ich würde sagen, da gehen wir gleich mal in den Korb rein. Oh, hier geht's und dann fahrt ihr nach oben. Super, danke. TMB. TMB, Teleskopmastbühne. Hallo. Guten Morgen. Ich bin der Feuerwehrwilli. Bin der Pilot für heute. Oh, dann komm ich mal an Bord, ja. Was? Oh, schön. Mortimer, fahren Sie es bitte hoch. Ich merke schon, es wirkt alles, ich muss sagen, stabiler als ich es von Drehleitern kenne. Es ist hier alles echt massiv gebaut. Das fällt mir sofort auf. Super. Die ersten Besucher kommen schon. Herrlich. So. Und jetzt will ich mal auf die Mechanik. Man sieht hier wunderbar, dass der Arm so ein Zwischengelenk hat. Wenn ich Fachbegriffe falsch sage, gerne korrigieren. Korbarm genannt im Fachkreis. Korbarm, okay. Der Korbarm ist sozusagen der Teil von hier oben bis zum ersten Knick. Genau. Okay. Und das da drunter ist der Arm. Hauptarm. Hauptarm, okay. Bestes Wetter heute für die Aktion. Oh, Sonne. Sonne im Visier. Aber wir können ja mal kurz einen Blick über Dresden mal riskieren. Herrlich. Wie viele Meter sind das? Wir sind jetzt auf 30 Meter stehen, 30 Meter. Bei 30 Meter arbeiten. Okay. Also super. 32 Meter. 32 Meter. Ich hätte jetzt erwartet, dass das Gerät vielleicht sagt, oh, der Willi ist an Bord, machen wir mal lieber noch 29 Meter wegen der Auslage. Wie ist das denn? Habt ihr hier auf dem Display, seht ihr auch, wie weit ihr, du siehst hier, wenn ihr rausfahren wollt, die aktuelle Arbeitshöhe, die seitliche Reichweite, die aktuelle Windgeschwindigkeit am Windmesser oben anliegend, den Aufrichtwinkel und den Drehtischwinkel. Klasse. Also das ist ja... Und die aktuelle Korblast, 500 Kilo. Wir fahren feste Kurven, nicht wie andere, sondern wir stellen immer die Kurven ein, die wir fahren. Können Sie hier am Display runternehmen. Ich denke mal, weiter runter kommen wir nicht. Wir hatten alle ein gutes Frühstück. Also bleiben wir in der Viermann-Kurve. Okay. Ja. Ansonsten multifunktionelles Display, Kamera, verschiedene Möglichkeiten, die wir auch noch haben, eine Bedienungsanleitung ist mit hinterlegt. Ich kann Lichter einzeln schalten, ich kann das Motormanagement abfragen, ich kann den Stützdruck abfragen und alles. Alles, was der Mensch nicht braucht. Okay, super.
Ist ja vergleichbar von der Höhe, sag ich mal, wie jetzt eine Drehleiter 2312. Genau. Das heißt, wir können auch eine 23 Meter Höhe bei 12 Meter Auslage hier fahren. Aber es wirkt für mich so vom Empfinden, jetzt bitte nicht festnageln, vielleicht sagt er, das stimmt nicht. Aber mein Empfinden von den Drehleitern, die ich kenne, ohne jetzt irgendwie Film zu nennen, ist das hier irgendwie nicht so wackelig. Genau. Ist echt stabiler, ne? Da haben wir ein ganz einfaches Geheimnis dafür. Wir verwenden einfach viel Stahl. Naja, genau. Also diese massive Bauweise merkt man schon. Und man muss dazu fairerweise sagen, eine Drehleiter, also hier kann man nicht eben mal runtergehen, die Leiter, ne? Oder rauf. Wie? Das ist eine Notabstiegsleiter, die wir nur für den deutschen Markt brauchen. Ah, okay. Ist aber komplett eine andere Bauweise, wie gesagt, und halt wirklich massiv verbaut. Und ich sehe auch gerade ein Wenderohr angebaut, also mit Hohlstrahl. Der Monitor ist fest verbaut, hat eine Durchflussmenge von 2.500 Litern die Minute. Also ist kein Kinderspielzeug hier, muss ich sagen.